Willkommen zurück zu Cave Story. Ah, ich habe gerade aus Versehen eine Rakete verschossen. Aber die habe ich gerade nicht gekriegt. Egal. Jetzt habe ich halt nur 29 statt 30. Was soll's. Ich habe gerade diese Insekten oder was auch immer das sind hier gekämpft. Und dabei eine Rakete aus Versehen verschossen beim Waffenwechsel. Okay, wie komme ich da jetzt bitte rein? Es gibt ja doch bestimmt eine Möglichkeit, irgendwie mich gegen Schaden irgendwie zu immunisieren oder so. Weil, das muss ja auch, jetzt habe ich eine volle Rakete, irgendwie eine Möglichkeit geben, das, was da unten in den Stacheln so glitzert, aufzufangen oder aufzunehmen. Und das würde bestimmt auch erlauben, nach oben durchzukommen. Allerdings möchte ich gerne noch einen Versuch so starten. Nee, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Naja, in der Plantage gab's nichts. Stimmt ja gar nicht. Warte mal, in der Plantage gab's doch was. Nämlich die Passage. Da ist dann noch die Passage. Da, in der auf jeden Fall nochmal ein anderer Weg war, mindestens. Und ich wette, da geht's bestimmt weiter, wenn ich jetzt nicht weiterkomme. Und wie komme ich da jetzt am besten hin? Na, oben rum. So, erstmal da hinfliegen. Nee, die sind mir egal. Ich habe volle Erfahrung, ich habe volle Lebensenergie. Ich glaube, ich habe volle Munition. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Genau, das ist mir vorhin auch passiert auf dem Weg zur Lebenskapsel. Na egal. Ah, da ist schon die nächste. Na komm, schnapp ich mir die eben noch schnell die Rakete. Was kann schon viel fehlen? Nichts, wie man sieht. Nein. Ja. Und da ist die Passage. So, was gibt's denn hier? Da geht's einmal nach oben und einmal nach rechts. Aber wie ich nach da unten komme, keine Ahnung. Mal gucken, was es hier so gibt. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Nö, da gibt's wohl nichts. Nö, keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ein Geheimgang irgendwo? Nö. Ach, egal. Auf durch. Die Statuenkammer. Oh. Halda. Annachpone. Miakit. Und du? Wie heißt du? Statue? Was bist du? Punkt. Kann ich irgendwas tun? Vielleicht da oben irgendwie durch die Decke irgendwie weiter oder so? Oder rechts durch die Wand? Nein. Was bist du denn? Hey, ich will dich töten. Nein. Oder mit dir sprechen zumindest. Oder deine Rüstung haben, um gegen Schaden immun zu sein. Das sieht schon so aus, als könnte man da irgendwie runterkommen. Ich frage mich nur, wie? Ich meine, das heißt doch nicht umsonst Passage. Wenn man da einfach nirgendwo hinkommt, dann wäre das doch reichlich dämlich. Ich versuche mal hier rechts in die Wand reinzukommen. Sobald keine Schüsse mehr unten ankommen, bin ich irgendwie in der Wand drin, ne? Bin ich von oben? Nein. Okay, da ist nichts drin. Und jetzt würde ich gerne mich langsam runterlassen. Aber auch links in der Wand gibt es keinen Weg. Kann ich vielleicht den Boden aufsprengen? Nein. Schwert vielleicht? Nein. Okay. Dann bin ich gerade ein bisschen überfragt, was ich hier alles tun kann und soll. Naja. Was ist denn das Passwort? Weißt du vielleicht das Passwort? War ich von oben bei der Tür? Doch. Ich hab
was. Ja, da will ich nicht wieder runter, das war zu anstrengend. Ich könnte mich nochmal in Grass Town umgucken. Ups, das war blöd. Das war ziemlich blöd. Das war echt blöd. Das war richtig blöd. Und es gibt ja nach unten die, das Rohr, ne? Und es gibt hier rechts unten den Cthulhu. Vielleicht weiß der ja das Passwort. Nein, der weiß das Passwort wohl auch nicht. Gibt's hier einen Geheimgang oder so? Sieht nicht so aus. Das könnte ich da irgendwie rein. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich da irgendwie rein? Nein. Da rein? Nein. Nein. Auch da nicht. Nein. Nein. Na gut. Der eine Mimiga wollte ja irgendwie angeln gehen. Angeln kann man laut, ob es Wasser gibt. Ich brauche Raketen. Also wird der Mimiga jetzt sich wohl irgendwo hier rumtreiben. Nehme ich an. Und dann möchte ich doch gerne mit dem nochmal sprechen. Vielleicht kann er ja den Gegenstand rausfischen oder so. Keine Ahnung. Oder die Stacheln rausfischen oder so. Ist der Gegenstand auch da? Nein! Ah, du hast bestimmt was rausgeangelt, hey, oder? Was? Ja, siehst doch, du hast was komisch. Er hat was komisches gefangen. Ich kann es haben, wenn ich es möchte. Es ist im Eimer. Ich gucke rein. Und wenn ich genau reinschaue, kann ich etwas unten sehen. Ein Teleporter-Raumschlüssel. Verdammt. Musst du ausgerechnet fießen in dem Moment, in dem ich über dir drüber fliegen will? Die will ich. Die Erfahrung, die will ich. Nein. Das war zu früh. Das war falsch. So. Meine Güte, stelle ich mich gerade an. Ich war echt schon besser. Und da ist der Teleporter. Oh, ein Gegner. So, ne? Hä? Was? Du willst gar nicht kämpfen? Hey, wer bist du? Komm noch an. Ja. Arthurs Haus. Killer-Roboter. Was? 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 Hey, schon. Du bist nicht tot, oder? Jetzt wurde ich ins Gefängnis geworfen. Ah, Chomp Chomp. Ach, das ist doch der. Guck mal, wer da wach ist. Ich dachte schon, du wärst tot. Das ist das Gefängnis. Wer versucht, dem Doktor zu entkommen, der wird hierher geworfen. Um Subjekte für seine Experimente zu sein. Das ist zumindest das, was du gesagt hast. Bist du ein Freund von ihr? Dann bist du ein bisschen zu spät. Sie war hier drin mit uns. Und sie hat die ganze Zeit Sorgen gemacht um dich. Aber nur vor kurzem wurde sie hier abgeholt. Oh ja, ganz kurz bevor sie abgeholt wurden, hat sie was in meine Tasche gesteckt. Ah, ein Brief. Ich möchte das lesen, ja. Das ist zu... ich glaube nicht, dass ich dir jemals alles über uns erzählt habe. Wir kamen auf diese Insel von der Oberfläche auf einer Forschungsreise. Professor Booster war in unserem Helikopter. Auch meine Mutter, mein Bruder, verschiedene Assistenten und der Doktor. Der Doktor war da, um uns medizinisch zu versorgen und hat das auch getan. Zumindest bis er die Dämonenkrone gefunden hat. Diese Krone war einst Eigentum des Meisters oder des Herrschers von dieser Insel und gibt dem Träger monströse magische Kräfte. Der Doktor wusste das, bevor er überhaupt zur Insel kam. Und das ist der Grund dafür, warum er überhaupt unsere Gruppe überredet hat, hierher zu kommen. Sobald er die Krone an sich gerissen hatte, konnte keiner mehr ihm widerstehen oder ihn bekämpfen oder besiegen. Und das heißt, sie hatten dann keine Chance, außer die Forschung unter seiner Hand fortzuführen.
Der Doktor möchte die Erde beherrschen mit dieser Insel als Basis. Das habe ich mal im anderen Ende schon gesehen, in der letzten Folge, der vorletzten Folge. Oh, ich denke, er plant zuerst mit den Mimigas die Oberfläche anzugreifen. Ich konnte irgendwie entkommen, aber ich fürchte, die anderen Forscher sind schon... Ja, jetzt benutzt er die Mimigas, die nichts verdächtigen, um immer und immer mehr rote Blumen anzubauen. Sobald er bereit ist, anzugreifen, wird er die Mimigas mit den Blumen in diese mörderische Rage bringen und mit seinen schrecklichen Mächten wird in der Lage sein, die Mimigas zu kontrollieren, damit sie das tun, was er will. Das heißt auch, dass ich das tun werde. Wenn du aus diesem Gefängnis entkommen kannst, schau nach dem... nach dem Versteck in dieser Plantage. Falls meine Mutter schon sicher ist, wird sie dort sein und einen Gegenplan entworfen haben. Bitte hilf meiner Mutter. Ah, das Passwort ist Litagano Motzkaut. Okay. Ach, jetzt ist plötzlich hier offen. Na dann. Einmal speichern. Super. Warum war da vorhin zu? Wahrscheinlich durfte ich nicht zu Suba rein, weil ich den Brief bekommen musste. Immerhin weiß ich jetzt schon, wo ich bin. Möchte ich dich besiegen? Ich möchte meine Lebensenergie bitte auffüllen, ja. Sehr gut. Aber naja, keine Lebensenergie. Okay. Wo ist das? Da ist es doch. Da bin ich doch schon direkt. Wunderbar. Und hier rüber. So. Litagano Motzkaut.